Genau, das bedeutet jetzt erstmal, wir gehen kurz zu unseren Pokémon. So, von Ferne steht eine neue Attacke zur Verfügung. Ist mal was Neues. Jawohl. Sehr schön. So, den Neues können wir jetzt verkaufen. Aber wir haben hier viermal Sternstaub zu verkaufen. Den Neues können wir jetzt mal noch behalten. Wie gesagt, wir brauchen jetzt ein bisschen was. So, Pokémon. Pokémon. Wir müssen jetzt mal kurz Sheltera. Pass mal auf. Rückerzack. Stellen wir sie mal hier wieder dazu. Luxtra. Panferno. Ursaring. Axanator. Axantor. Silvaro. Ach so, eins muss noch im Team bleiben, Frost, klar. Weide 4. Das ist mir jetzt gerade relativ wurscht. Griffel kommt da hinten kurz raus. Griffel hat eine Doppelentwicklung. Das hat auch Pantimimi. Gleiches gilt für Charmian. Maschok ist dreimal zu entwickeln. Kann hier unten rein. Sollte uns die Aufgabe leichter machen mit Maschok. Seemops Weide 4, Seemops ist das erste in Weide 5. So, Magnetilo und Magneton. Shit, ja, geht nicht. Das ist ja eine Dreientwicklung. Das ist eine Dreientwicklung. Oh, wir haben viele Evolis gefangen. Aber Plaudergei, Vulpix. Das ist gut. Wir haben viele Evoli gefangen. Das bedeutet, ein Evoli kann schon mal gleich darüber. Und es kann auch noch ein zweites Evoli darüber. Pantimos. Kommt hier rein. Es ist gut, dass wir so viele Evoli haben. Ein Rizeros kommt hier rein. Das andere Rizeros kommt ins Team. Entoron. Wo ist Enton? Da ist Enton. Habe ich nicht auch einen Ambidiffel gefangen? Jedoch Ambidiffel haben wir auch gefangen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, welche Entwicklungsding Moterpel hat. Muss ich absolut gestehen.
für mich Käfer-Pokémon Dreifachentwicklung. Würde ich jetzt einmal kurz drauf schließen. Pions Cora. Siehste, Kadabra haben wir keins mehr gefangen. Okay, ist nicht schlimm, denn wir haben trotzdem Einsätze auf Evoli. Flamara. Wenn neue Attacken zur Verfügung stehen, ist mir relativ wurscht. Und Blitzer. Und zu guter Letzt, weil wir es halt können, Rizeros machen wir noch zu Hieronio. So. So. Pokémon. Ich möchte keins mitnehmen. Ich möchte ein paar Pokémon hier absetzen. Ich dachte mal schon, ob wir wirklich keinen Kadabra haben. Wie entwickelt sich Vulpix zu Vulnona? Ach du, ein Feuerstein? Nee. Doch! Ich würde sagen, wir können aber ein anderes Pokémon noch mit einem Umtauschkabel entwickeln. Luxtra wartet jetzt mal kurz da, wo Cheltra auch ist. Ach, guck an. Wir haben jetzt bis Weide 16. Ach, interessant. Wo ist Cheltra? Da ist Cheltra. Ach, stopp. 3, 5, da unten. Wir haben ja noch zwei Sachen. Natürlich. Mashok, entwickel dich bitte zu Machomai. Hätten wir das schon mal. Und ein Feuerstein haben wir auch noch übrig. Machen wir das Vulpix. Ein Vulnona. Ein Ninetales. Dessen Animation, by the way, unfassbar gut gemacht ist, wenn es sitzt. So. Übersicht. Wir hatten jetzt drei Boxen mit Pokémon voll.
Und es geht immer relativ schnell. Hier kann ich jetzt offiziell so. Genau, weil 7 und 8 muss ich jetzt leeren. Muss die Pokémon wegschicken. Der Rest ist solide gut am Füllen. Würde ich sagen. So. Hier habe ich jetzt einige Sachen drin. Lagerkiste 2, Lagerkiste 3. Entwicklung. So, die kann man wieder mitnehmen. Aber wie gesagt, das ist kein Entwicklungs-Item, das brauchen wir. So, dann würde ich Laven kurz bitten, sich das anzuschauen, wenn wir dann zurückreisen. Ins Dorf erstmal. So, damals einiges voll gemacht. Das ist sehr schön. Was? Es reicht nicht zum nächsten Level. Jetzt bin ich schockiert. Aber okay. Ins Dorf zurückkehren. Jawohl. Weil wir haben einige Sachen noch jetzt zu erledigen. In diesem Dorf. Bevor ich die Pokémon zurückgebe, müssen wir jetzt erstmal schauen, dass die Leute ihre Quests erlösen. Oder einlösen. Da kann es natürlich sein, dass wir 1, 2, 3 Pokémon abgeben müssen. So. Missionsliste. Nebenmission. Die haben wir noch nicht. Das haben wir auch noch nicht. Nee. Vorne an der Brücke, okay. Das heißt, wir gehen jetzt erst runter, geben ihm sein Kohlmoos, füllen unsere Vorräte auf, so wie wir es brauchen.
Ich würde gern hier wieder weg. Jetzt so. So. Okay, dann wollen wir nicht rein. Du bist Iago mit dem Ponita. Okay, außenrum. Dann kann ich die noch schnell Bericht erstatten, wenn wir schon Pantimos hier hinterherjagen. Mal. Heute machen wir hier mal kurz. Soll dir Glück bringen. So. Das heißt, Items sind mal wieder jetzt aufgestockt. Ja, genau. Und die Ausweichvitamine können wir gleich mal verkaufen. Will kein Mensch den schon machen. So. Genauso wie diese restlichen vier Knallmoos-Dinger braucht es auch niemand. Wenn wir schon dabei sind.